Wagner-Opern leicht gemerkt. Der Komponist Richard Wagner hat 13 Opern komponiert. Er wird der Musikepoche der Romantik zugeordnet, die aufgeteilt ist in die Frühromantik, die Hochromantik und die Spätromantik. Nur die Wagner-Fans, die sogenannten Wagnerianer, können ad hoc alle 13 Opern von Richard Wagner nennen, selbstverständlich in der richtigen Reihenfolge und den Jahren, in denen Richard Wagner sie komponiert hat. Die 13 Opern von Richard Wagner heißen Die Feen, Das Liebesverbot, Rienzi, Der fliegende Holländer, Tannhäuser, Lohengrin, Der Ring des Nibelungen, der die 4 Opern Das Rheingold, Die Walküre, Götterdämmerung und Siegfried umfasst. Darauf folgen die Opern Tristan und Isolde, Die Meistersänger von Nürnberg und schließlich Parsifal. Übrigens ist es ganz einfach, sich alle 13 Opern einzuprägen und diese auch noch in der richtigen Reihenfolge. Nämlich mit folgendem Merkspruch, den sich unsere Mitschüler und Mitschülerinnen der Klasse 10b im Schuljahr 2013-14 ausgedacht haben. Feliri Hotalo, Wagners Opern heißen so. Rheinwalk, Göttersieg hört hin, diese 4 bilden den Ring. Fehlt nur noch Trimai und Pars, 13 Opern, merkt euch das. Der Merkspruch besteht aus den Anfangsbuchstaben der 13 Opern von Richard Wagner. Nämlich Fe für die Feen, Li für das Liebesverbot, Ri für Rienzi, Ho für der fliegende Holländer, Ta für Tannhäuser, Lo für Lohengrin, Rhein für das Rheingold, Walk für die Walküre, Götter für Götterdämmerung, Sieg für Siegfried und schließlich noch Tri für Tristan und Isolde, Mai für die Meistersänger von Nürnberg und Pars für Parsifal. Unsere Mitschüler und Mitschülerinnen haben zu diesem Merkspruch die passende Melodie gesungen und ein unterhaltsames Musikvideo erstellt, das neben der Merkhilfe zahlreiche Informationen zu Richard Wagners Leben und Werk erzählt. Schaut euch das Video an und erfahrt so sehr viel über den deutschen Komponisten der Romantik Richard Wagner. Viel Spaß dabei! Richard Wagner, hört ihr Leute, hat gewirkt über Bayreuth. Auf dem grünen Hügel dort erlebt ihr jährlich manchen Mord. 13 Opern Wagner schrieb, merkt sie euch mit diesem Lied. Feliri Hotalo, Wagners Opern heißen so, rein bei Göttersieg hört hin, diese 4 bilden den Ring. Fehlt nur noch Trimai und Pars, 13 Opern, tja, das war's. Geboren in Leipzig, 1813 im Mai, die Völkerschlacht war gerade erst vorbei. Klein Richard war als Schüler echt im Schulfach Mathe sowas von schlecht. Zu komponieren dann und wann, das war sein Glück, so fing alles an. Schrieb bald die Feen das Liebesverbot, doch hatte damit seine Liebe Not. Ging zum Altar und dann nach Paris, doch dort ging's ihm ziemlich mies. Rienzi kam hier auf die Welt, die Hoffnung schwand und auch das Geld. Hallo, Wagner, so kann heißen so, rein bei Götter, sie hört hin, diese 4 bilden den Ring. Fehlt nur noch die Mai und Pass, 13 Opern, merkt euch das. Der fliegende Holländer entstand noch dort, frustriert verließ er dann diesen Ort und ging nach Dresden in den Osten. Er trug dessen König diesen Pfosten, den Tannhäuser und den Lohengrin bekam er hier in Sachsen hin. So dann begab er sich, ohon, auf eine Demonstration. Er musste fliehen, ja, so ein Mist. Gottlob half ihm der Freund Franz Liszt. Die Schweiz wurde Richards Exil, geflohen auch vor Schulden und deren gar viel. Feliri Hotalo, Wagner, so kann heißen so, rein bei Götter, sie hört hin, diese 4 bilden den Ring. Fehlt nur noch Trimai und Pass, 13 Opern, merkt euch das. Er träumte bereits von der Ring des Nibelungen, denn 18 Stunden Oper war noch nie gelungen. Schrieb Rheingold und Walküre nieder und dachte sich, sowas mach ich nie wieder. Vertonte Tristan in Liebesglut, seine eigenen Lieben endeten nie gut. Manch titulierten ihn den Spinner, er trotzte ihnen mit dem Meistersinger. Ludwig der Zweite, König von Bayern, erließ Richard Wagner Schulden und Steuern, weil er ihn liebte und ihn brauchte, was ihn den Richard ziemlich schlauchte. Feliri Hotalo, Wagners Opern heißen so, rein bei Götter, sie hört hin, diese 4 bilden den Ring.
fehlt nur noch die Mai und Part 13 Opernwerkzeug. Schließlich findet sein Ring ein Ende, der Held Siegfried bringt götterndämmernde Wende, Wagners letzte Komposition. Ach, ihr wisst das schon. Leider war Richards Herz sehr schwach, hört aufzuschlagen nach einem Ehekrach. Es war in Venedig 1883, die Ära Wagner war schlagartig vorbei. Richard war auch ein großer Dichter, gleichfalls ein Konventionsvernichter. Vom Komponieren ganz zu schweigen, muss man Chapeau sein Haupt vor ihm neigen.